Achte auf deine Fahndungsstufe des Wagens, den du fährst. Jeder Wagen hat seine eigene Fahndungsstufe. Du kannst dir die Cops am besten vom Leib halten, indem du dafür sorgst, dass die Fahndungsstufe des Wagens, den du fährst, nicht so hoch ist. Jedes Mal, wenn die Fahndungsstufe um eine Stufe steigt, wird die Taktik, mit der der Polizei vorgeht, deutlich aggressiver. Ich stehe auf aggressiver. Du kannst deine Fahndungsstufe senken, indem du einen anderen Wagen fährst und indem du Rennen gewinnst oder Verfolgungen kommst. Am schnellsten geht es, wenn du das Aussehen deines Wagens veränderst. Deine Lackierung, Karosseriekit, Spoiler und so weiter. Die Veränderungen haben nicht alle dieselben Wirkungen, sind aber auf jeden Fall nützlich. Versuche die Fahndungsstufe deines Wagens immer um eine Stufe zu senken, um ein spürbares Ergebnis zu erzielen. Halt's mal. So, jetzt schauen wir noch kurz. Was haben wir noch? Ja, dann wohl eher das da. Zwar nochmal maximal, aber was bleibt denn anderes übrig? Hey, cool, sind wir eh gleich da. Und jetzt fängt es an zu küssen. You're groaning. So. Sechsundzwanzig % schon. Den Baum müssen wir noch mitnehmen. Das ist auch immer eine schöne Strecke da runter. Außer es kommen Gegner. Verdammt! Kann ja nicht sein, ey. Ich will da eine Psychiatrie. Überhaupt sind hier überall Psychiatries aufgebaut, ey. Ich glaube, die ganze Welt hier besteht aus Psychiatrien. Ich glaube, die Cops sind da auch in einer drin. Und wenn nicht, sollten sie eine reinbauen. Eine beziehen. Also wie die manchmal Autos fahren. Ja, ich vielleicht auch ab und zu mal, aber um mich geht's ja nicht. Na toll. Hallo Bulle. Kümmere mich um den Raser. Verdächtiger in Sicht, nähere mich ihm. Okay. Er macht sich aus dem Staub. Verstanden. Dieser Idiot stoppt einfach. Ja, wie gesagt, eine Psychiatrie wäre ab und zu schon mal ganz praktisch. Mann, ist der schnell. Er hat mich abgehängt. Fordere Ringfahndung an. Er kann nicht weit sein. Da wäre ich mir nicht so sicher. Informationen für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden. In der Nähe der... Vergesst es. Bin wieder dran. Ups. Unser Mann ist gerade angekommen. Na sowas. Darf der denn das? Oh, das war viel zu früh. Verdächtiger
Verdächtiger Schlingelstark. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. An alle Einheiten. Der Einsatz ist jetzt Alarmstufe 2. So hoch gleich. Na, oder? Ja, natürlich. Yay. Könnte ich schon wieder so das Kotzen kriegen. Oh, das hat wenigstens gewirkt. 1 Echo 24. Könnt ihr mir einen Situationsbericht geben? Na, wo sind denn da schon wieder Cops? Verdammt. Na, eigentlich kann ich auch mit dem Auto hier gleich die ganzen Cops machen. Weil wenn wir dann eben Porsche haben, dann fahre ich mit dem hier die ganzen Cops. Na gut, dann würde ich mal sagen... Ups. Club 6 ist gecrashed. Wir rücken vor und stellen ihn. Tu das. Machen weiter. Verdächtiger ist entkommen. Einheit aufgefallen. Wiederhole. Einheit aufgefallen. Fahren wir mal durch die Straßensperre. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Nicht da reinfahren. Fahre in seine letzte bekannte Richtung. Charlie 18. Bin am Einsatzort. Code 6 verloren. Er kann nicht weit sein. Habt ihr mich verstanden? Also nicht meine Absicht, aber geht auch. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden auf der Bristol Road. Na sowas, eine Unverschämtheit. Doch nicht. Hätte mich jetzt auch gerade gewundert. 10-4 Zentrale. Sierra 1 braucht Luftunterstützung. Das Gebiet ist verdammt groß. Alle Einheiten ausschwärmen. Ringfahndung ist aufgehoben. Na, wenn das immer so einfach geht. 185 km/h noch. Das schaffen wir doch auch ganz leicht. Möchte ich mal meinen. Vorausgesetzt, wir fahren nicht gegen irgendwas anderes. Naja, ein paar tausend Kopfgeld noch und dann haben wir die Katze im Sack hier. Speichern. Yo, Bro. Und ich würde sagen, wir fahren mit dem. Ist ja wurscht. Ich vertraue einfach mal darauf, dass wir dann später den Porsche bekommen. Andernfalls wäre ich sehr, sehr wütend. Zentrale, wir haben einen möglichen 10-32 gesichtet. Das war 10-32er Berge. Fahrzeug ist ein blauer Supra. Sehr deutlich schneller als dir erlaubt ist. Ups. Er ist gecrashed, ich rücke vor. Ups. Fangen wir mal den langen. Ne, der kommt kurz. Lasst euch zurückfallen, ich warte auf Anweisungen. Wartet, setze mich vor Ihnen. 10:33, ich brauche dringend Unterstützung. Schickt mir Einheiten. Sorry. Ich habe die Unterstützungseinheiten verloren. Ist noch jemand verfügbar? Dort ist noch gar keine Unterstützungseinheiten. Bravo 28, warte hier mit einigen anderen Einheiten direkt vor den Verfolgern.
Einsatzbereit. Sierra 1, ich sitze den Typen direkt im Nacken. Das war wörtlich. Okay, wir sind hinter ihm. Bestätigen Sie Kontakt zu unserem Code 6. Noch ein bisschen Sachschaden hier. Zu zweit. Den großen Hodenkrebs. What the fuck? Da muss ich jetzt gerade mal nachschauen. Ah, okay. Ich hatte gerade voll den... Keine Ahnung. Das hatte den Anschein, als wäre ein Baum nicht auf so einem Grasgitterzeug gewachsen. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen, wiederhole. Nicht nachlassen. Setz den Rest unter Druck. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Sichtkontakt verloren, stand by. Ah, davon ist schon wieder der nächste. Ringen wieder, immer noch Code 3. Na komm schon, dreh dich heute mal. Fahrzeug fällt durch die Straßensperre. Beigeben. Wir sind hinter uns. Wir schnappen ihn mit einer 5-65, bevor die Lage eskaliert. 8-5. Und tschüss. Gut, legen wir los. Zentrale schickt alles, was ihr habt. Der Kerl geht uns langsam auf die Nerven. Ich hätte gerne noch 5. Roger, 12. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Fatz! Wir haben ihn. Kommt ganz drauf an, wie man haben definiert. Ich kann nicht mithalten. Der Typ zieht davon. Sichtkontakt verloren. Versuche ihn wieder einzuhüllen. Er löscht 10.000. Hab ihn verloren. Er kann nicht weit sein. Schickt weitere Einheiten, um das Gebiet zu verfolgen. Es hat gerumst, aber leider hat es nicht überschlagen. Ich habe meine gesamte Verstärkung verloren. Ist das jemand verfügbar? Oh Gott, ich komme doch schon. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung, auf dem Campus Circle. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist weiterhin Code 6. Damit ihr euch nichts ins Hemd macht. Zentrale, hier Charlie 15 mit zwei weiteren... Tschüss. Unser Einsatzwagen ist gerammt worden. Verdächtiger noch in Sicht, nimm 1087 auf. In Ordnung, kommen. Ich liebe es einfach nur. Zentrale, wie es aussieht, will der Verdächtige nicht anhalten. Er hat gerade meinen Wagen gerammt. Verdächtiger in Sicht. Du warst nicht so gerammt, ich hab dich habelt... tot gefahren. Achtung, so, jetzt kannst du aufhören. Wir sind auf Alarmstufe 3. Wiederhole, Stufe 3. An alle Einheiten. Die State Patrol trägt ab sofort die Verantwortung für und den tschüss. Einsatz. Die haben irgendwie auch nicht mehr drauf. Richtiges Fahrzeug gesichtet. Mein Fahrzeug ist hinüber. Ich gebe auf.